Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, dass so viele hier heute sind. Und vor allem machen wir ja parallel eine Live-Strahlung im Facebook, wo einige Leute uns folgen. Das heißt, ich versuche nicht zu lange zu reden, dass es nicht langweilig wird. So circa 45 Minuten habe ich vorgesehen für den Vortrag. Und anschließend dann auch natürlich eine Fragerunde. Und fangen wir mal an. Also unser Thema ist ja heute Verkaufen oder Behalten. Die Immobilienpreise sind im Höhenflug. Also für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Milla Mohu. Ich bin die Geschäftsführerin von Remax Together, gemeinsam mit meinem Partner Patrick Kokal. Er ist hinter da und zuständig für die Technik heute Abend. Ich bin seit 2016 bei Remax als Maklerin tätig und habe auch ein zweijähriges Studium in Immobilienmanagement und Bewertung gemacht. Das heißt, hoffentlich kann ich alle Ihre Fragen auch beantworten. Alles ist natürlich auch nicht zu beantworten, was die Zukunft betrifft. Schauen wir mal. Unser Team hier bei Remax Together besteht aus insgesamt 10 Köpfen. Wir haben 7 Makler, eine Office Managerin und dann wir 2 Geschäftsführer. Heute von unserem Team haben wir hier 4 Makler anwesend. Gleich als erstes Amber Lai, unsere chinesische Verstärkung, dann Antonis Michael, Anne Wogner als nächstes und Ivan Erstisch da hinten. Also die weiteren Mitarbeiter folgen uns auch live, dann via Facebook, die heute nicht hier sein konnten. Wir sind eben hier in Felberstraße 8, unser Standort, das wir eröffnet haben im Januar 2020, also kurz vor Corona, als wir Remax Together eben gegründet haben und die Franchise-Rechte für den 15. Bezirk übernommen haben. Und hoffen natürlich ganz lange noch diesen Standort unter der Marke Remax führen zu dürfen. Unsere Türen sind offen, immer von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und natürlich davor und danach und am Wochenende gerne nach Vereinbarung. Unsere heutige Agenda ist zusammengefasst mit mehreren Themen, die vielleicht dann zum Schluss die Frage beantworten können, ob man verkaufen sollte oder nicht. Das heißt, wir schauen zuerst die Marktzahlen vom ersten halben Jahr 2021, das, was schon veröffentlicht wurde. Dann haben wir eine kurze Analyse über die aktuellen Entwicklungen, was wir als Makler momentan sehen, wenn wir mit Kunden reden, was nehmen wir wahr, was passiert gerade so mit der Nachfrage und mit dem Angebot. Dann wollen wir ein bisschen die Bewertungsmethoden auch so erläutern, da gerade die Preise sehr stark steigen. Wie bewertet man dann eine Immobilie? Und wenn jemand dann die Entscheidung getroffen hat, eine Immobilie zu veräußern, was muss man bei der Vermarktung beachten? Und da einige Tipps von uns und was besonders wichtig ist. Ich möchte auch das digitale Angebotsverfahren Dave kurz vorstellen. Einige von Ihnen kennen das schon. Da ein paar Wörter zu dem Angebotsverfahren. Und dann vielleicht für viele als Wiederholung auch das Immobilienertragssteuerthema ist relevant, gerade wenn es um die Befreiungen geht. Wann verliert man die Befreiung? Wann hätte man Anspruch auf diese Befreiung? Weil es um große Summen Geld oft geht. Und dann zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung über die Erkenntnisse und natürlich eben, wie gesagt, zum Schluss haben wir Zeit, Fragen genauer zu besprechen. So, zu den Marktzahlen von ersten 6 Monaten von 2021. Wir haben in ganz Österreich neue Rekorde erstellt. Also im Vergleich zu den ersten 2 Quartalen, so 2020, ist die Anzahl der verkauften Immobilien fast 14% gestiegen, sind konkret über 9.300 Immobilienverkäufe mehr als im Vorjahr. Manche denken vielleicht gleich, naja, das war ja Corona. In Wirklichkeit nicht, weil die Corona-Verbücherungen, also während der Corona-Zeit, das kam ja mit einer Verzögerung. Sprich, die Transaktionen, die dann im Quartal 2 verbüchert worden sind, wurden großteils schon vor der Corona vereinbart oder die Preisverhandlungen hatten schon stattgefunden. Das heißt, da sollte eigentlich nicht so eine starke Auswirkung von Corona zu sehen sein. Und trotzdem haben wir knappe 20% Gesamtwertsteigerung der verkauften Immobilien.
natürlich 20% mehr ist ein Wahnsinn. Also es ist teilweise aus dem Volumen und teilweise aus den Wertsteigerungen. Das sehen wir. Genau, dieser Fall ist jetzt über ganz Österreich und in ganz Österreich eben über 3 Milliarden mehr als im Vorjahr, im selben Zeitraum. Die Top 10 Bezirke, man sieht da, es gab Transaktionen zum Beispiel in Kitzbühel, wo die Luxusimmobilien den Markt stark verändern können und hohe Transaktionsvolumen schnell erzeugen. Aber auch Bezirke wie Donaustadt, Favoriten und Meidling innerhalb Wien, wo wir einfach wissen, dass es sehr viele Bauträgerprojekte gab, die diese Volumen verursacht haben. Und Baden, Mödling einerseits diese Flucht nach Niederösterreich, aber einerseits auch, weil die Bezirke natürlich hochwertig sind noch im Grundpreisen. Also Wien ist da sehr stark vertreten schon in der Liste und das schauen wir gleich genauer an. Die Folie ist leider ein bisschen hell, es ist aus einem Bild und deswegen vielleicht schwer zu lesen. Sie bekommen natürlich die Informationen auch nachträglich zugeschickt, wenn Sie möchten. Wir haben nach Bundesländern sortiert. Und da sieht man auch, dass zum Beispiel Niederösterreich und Burgenland sehr viel profitiert haben in Wertsteigerung. Gerade das Thema, also Burgenland war eher günstiger in der Vergangenheit und dort sind die Preise im Nordburgenland sehr stark gestiegen. Also mehr Pendler nach Wien gehen weiter und weiter von Wien weg und da profitiert eben Nordburgenland sehr stark. Aber Wien auch mit 24% mehr Wert. Also der Wert der Verbücherungen war plus 24% im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben auch dann einige Bundesländer, wo es nicht so stark war, aber man merkt eben Tirol, gerade die Luxusgebiete, Wien, Niederösterreich, Burgenland waren sehr stark in diesen Preissteigerungen. In Wien und in Niederösterreich haben wir so 46% zu diesen Wertsteigerungen beigetragen. Also ein großes Brocken kommt genau von diesen Gegenden. Wir haben 1800 Verkäufe mehr gehabt in Wien und in Niederösterreich 2400 Verkäufe mehr als im Vorjahr im selben Zeitraum. Im Gesamtwert über eine Milliarde bzw. über 0,7 Milliarden. Also wir reden da wirklich um sehr große Zahlen, die in vorigen Jahren nicht so gewesen sind. Also es ist ein Rekordjahr. Das spüren Sie sicher alle, auch wenn Sie die Anzeigen im Internet anschauen und das beobachten. In Wien haben wir auch eine Auflistung pro Bezirk und da merkt man, welche Bezirke da am meisten profitiert haben. Und man merkt auch, dass die Innenbezirke gar nicht so starke Preissteigerungen haben. Das wiederholt sich in meiner Präsentation mehrmals, aber grundsätzlich haben wir ja in Innenbezirken, sagen wir zum Beispiel 4. Bezirk, 7. Bezirk, hatten wir schon sehr hohe Preise im Vorfeld. Mehr profitiert haben dann die Außenbezirke, wie zum Beispiel Meidling mit 93% Wert der Immobilien, weil dort eben diese neuen Bauträgerprojekten sehr viel beigetragen haben zu diesen Werten. Auch innere Stadt, also 1. Bezirk, ist dann stark gestiegen. Da ist es aber nicht der Anzahl der Transaktionen, der 17%, 16% rückgängig war, sondern eben die Werte der Immobilien. Und das kommt aus diesem Luxussegment, wo die Preise sehr stark gestiegen sind. In Bezirken 13 bis 23 sehen wir eben zum Beispiel Leasing mit 80% Wertsteigerung ist deutlich beliebter geworden. Also es geht wirklich in der Richtung Außenbezirke, Speckgürtel und südlich von Wien besonders starke Wertsteigerungen. Was heißt das jetzt? Also wir sehen in Vergangenheit viele Transaktionen, höhere Preise, aber was heißt das jetzt für die Zukunft? Wie wird die Nachfrage und Angebot sich weiterentwickeln? Was bedeutet das für die Vermietung? Viele unserer Kunden sind ja auch Anleger, die mehrere Immobilien teilweise vermieten und spüren vielleicht auch die Probleme, die wir festgestellt haben. Dann schauen wir noch einmal die unterschiedlichen Segmente, weil nicht jede Immobilie ist nicht nur eine Immobilie, sondern wir müssen wirklich differenzieren, was für eine Immobilie und wie verhält sich der Markt gerade zu diesen Segmenten. Und für allejenigen, die ein Grundstück besitzen und überlegen zu verkaufen, ist natürlich das Thema Bauträgergeschäft sehr relevant. Was tut sich gerade bei den Bauträgern? Weil das ist auch
sehr interessant und beeinflusst dann die Preisentwicklung für die Grundstücke in der Zukunft. Also die Nachfrage der Käufer steigt weiterhin. Das ist unsere Prognose. Wir sehen einfach, dass der emotionale und wirtschaftliche Optimismus der Privathaushalte ist sehr stark. Die Kurzarbeit wurde abgeschafft. Die haben positivere Einstellungen, was die Arbeitslosigkeit betrifft, in dem Sinne, dass keine Arbeitslosigkeit mehr geben sollte. Die Bedingungen allgemein für die Privathaushalte zeigen eine bessere Richtung und da ist starker Optimismus, dass die Kaufinteressenten bereit sind, diese Kaufentscheidungen zu treffen. Diese zögerliche Stimmung, was wir am Anfang der Corona vor allem gemerkt haben, ist jetzt weg und die sind wirklich bereit, Kaufentscheidungen zu treffen. Das wird unterstützt durch die sehr niedrigen Zinsen. Wir hören auch von Banken, dass die sehr gute Angebote momentan machen, auch mit gefährlich großen Fremdkapitalanteilen. Das gibt natürlich ein bisschen Grund zur Sorge, aber die Bonität ist grundsätzlich bei den Käufern deutlich besser als während der Corona. Also das lässt schon diese Schlussfolgerung zu ziehen, dass die mehr Kaufentscheidungen auch treffen werden, weil die die Finanzierungen auch bekommen werden. Bei der Anleger sehen wir die steigende Inflationsangst. Wir haben jetzt über 3% Inflation. Das hängt natürlich auch davon ab, wie der Einkaufskorb sozusagen zusammengesetzt ist. Und dort sind die Wohnungspreise noch relativ in geringem Ausmaß repräsentiert. Also manche sagen, dass die tatsächliche Inflation sogar mehr sein sollte. Und es ist natürlich ein Grund zur Sorge, wenn man nicht weiß, wo man das Geld, was man vielleicht übrig hat, sonst anlegen könnte, weil die Alternativen einfach fehlen. Und das heißt, die Immobilien sind eine logische Antwort dazu und wir haben daher eine verstärkte Nachfrage in beiden Segmenten Anleger und bei den Eigennutzern zu sehen. Die Eigennutzer suchen besonders nach Häusern und Grundstücken. Die wollen lieber diese grüne Umgebung haben und wenn in der Stadt, dann eine Gartenwohnung am liebsten. Wenn keine Gartenwohnung oder beziehungsweise die Gartenwohnungen sind natürlich die teuersten dann in dem Segment, dann zumindest ein großer Balkon oder eine Dachterrasse oder große Terrasse. Und das heißt, dass wir momentan Probleme haben mit Wohnungen ohne Freiflächen. Auch die Lodges sind teilweise nicht mehr ausreichend, sondern oder eine 4 Quadratmeter Balkon wird als zu klein gesehen. Also die Kunden möchten größere Balkone, größere Terrassen und diese Freifläche ist sehr wichtig geworden. Es betrifft nicht nur die Eigennutzer als Kaufinteressenten, sondern auch die Mieter. Dann haben wir eine Tendenz Richtung mehr Natur, ländlicherer Gegenden. Wienerwald ist sehr beliebt, also wir hören das immer wieder, dass diese Naturgebundenheit sehr wichtig ist für junge Familien. Auch wegen Schulen und für die Kinder eine schöne Umgebung zum Großwachsen. Und die Bereitschaft, längere Strecken zu pendeln, steigt. Also die Kunden sind durchaus bereit, bis zu einer Stunde Autofahrzeit nach Wien in Kauf zu nehmen. Und natürlich idealerweise sollte in diesem Dorf in Niederösterreich dann eine S-Bahn-Haltestelle sein in der Nähe, dass man mit einer direkten S-Bahn-Verbindung auch nach Wien kommen kann. Also das sind für die Eigennutzer ganz klare. Signale, die wir sehen. Richtung Straßhof, Deutsch-Wagram ist auch eine große Nachfrage gekommen. Also solche Gemeinden dann profitieren davon. So, dann das Angebot. Weil aus dieser Kombination kriegen wir die Preisentwicklung. Das heißt, das Angebot ist weiterhin knapp. Wir haben sehr viele Transaktionen, die direkt in der Familie stattfinden oder direkt an den Nachbarn gehen, sodass praktisch wenige Objekte auf den Markt kommen. Also die Anzahl der Objekten auf den üblichen Plattformen hat sich deutlich reduziert, bis zu 20-30% in manchen Segmenten und Regionen.
Das heißt, auf dem Markt, wer sucht, findet weniger. Wir haben seit 2 Jahren auch in Wien eine neue Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Hier in der Karte sind die Gebiete, die momentan unter Bausperre sind. Und es ist zu erwarten, dass viele Stadtentwicklungsgebiete nur in geförderter Wohnbau auf den Markt kommen werden, also beziehungsweise dann nicht frei finanziert von freien Bauträgern vermarktet werden. Und wir haben die letzten 2 Jahre haben wir sehr stark beobachtet, wie gerade ausländische institutionelle Anleger, Versicherungen aus Deutschland sehr viele komplette Projekte abkaufen. Also die kommen nach Wien mit einem Suchwunsch, ich hätte 60 Millionen zu investieren, welche Projekte können sie uns anbieten? Das heißt, diese Wohnungen kommen dann gar nicht auf den Markt für die Privatkäufer als Auswahl. Die werden direkt auf den Mietmarkt kommen, diese Wohnungen. Was natürlich wieder diese Knappheit an Erstbezugswohnungen auf dem Markt reduziert. Also wir haben deutlich weniger Erstbezugswohnungen für unsere Suchkunden, was wir anbieten können, als es noch vor 1,5 Jahren der Fall war. Das heißt wiederum, dass die Randbezirke und Stadtentwicklungsgebiete sehr stark im Wert steigen werden. Und für die Anleger, gerade diese institutionelle, es geht gar nicht mehr um die Mietrenditen, sondern die rechnen ganz klar mit den Wertsteigerungsrenditen. Man weiß mittlerweile, dass die Renditen sehr schlecht sind, die nehmen das auch in Kauf, solange der Wertsteigerungsrendite wieder diese fehlende Rendite sonst kompensiert. Und viele Großanleger investieren deswegen gerade in Außenbezirken und in Randbezirken von Wien. Die Preise in den zentralen Lagen, wie gesagt Innenbezirke, bleiben eher stabil, waren schon relativ teuer. Da ist einfach keine Luft mehr nach oben, die Leute weichen lieber nach außen aus. Und eben in Niederösterreich sehen wir die starken Preissteigerungen. Wie schon erwähnt, das heißt, dass die Mietpreise sehr stark unter Druck kommen. Wir haben viele ältere Wohnungen in Vermittlung gehabt, wo wir sehr starke Schwierigkeiten hatten, die alten Mieten zu bekommen. Das haben wir schon kommuniziert am Anfang, dass es nicht so leicht sein wird. Das, was man vor 3 Jahren vielleicht bei der vorigen Vermietung noch verlangt hat, konnten wir nicht mehr verlangen, weil einfach sehr viele Erstbezugswohnungen auf dem Markt sind. Gerade diese Bauträgerprojekte, die jetzt fertiggestellt waren, es wurden dieses Jahr tausende Wohnungen mehr fertiggestellt als Jahr davor und nächstes Jahr wird der Höhepunkt sein angeblich, also als ob es danach nach unten gehen sollte, aber es sind natürlich Projekte, die noch nicht eingereicht sind vielleicht. Also nächstes Jahr werden noch mehr Wohnungen fertiggestellt als dieses Jahr. Also wir haben sehr viele Wohnungen auf dem Mietmarkt, die gerade eben in Randbezirken, 21., 22. auch teilweise sich befinden und dort ältere Wohnungen, die ein bisschen Gebrauchsspuren haben schon, die werden dann nicht mehr so gern gemietet, wenn man weiß, okay, ich könnte eine glänzende Erstbezugswohnung auch kriegen, wo eine neue Küche und alles einfach neu da ist. In Innenbezirken, wo es weniger Neubauprojekte gibt, da ist es ein bisschen besser noch, weil einfach in diesen Lagen weniger Erstbezugswohnungen überhaupt zu bekommen sind und dann nimmt man das auch in Kauf, ein bisschen weniger neue Wohnungen, also nicht so glänzende Wohnungen zu haben, aber das Thema mit den Balkonen und Terrassen bleibt weiterhin stark. Also eine Wohnung ohne Freifläche ist einfach weniger beliebt und da müssen wir mit dem Preis dann natürlich reagieren, um noch Mieter zu finden. Hier ist ein kleiner Screenshot, natürlich nicht alle Objekte bleiben so lange am Markt, aber wir haben eben ein Software, womit wir sehen können, wie lange ein Objekt schon inseriert wird, egal ob jetzt Miet- oder Kaufobjekt, aber es gibt teilweise Objekte, die 300, 400 Tage online sind und Sie können rechnen, wie lange das wirklich dann ist. Teilweise mit Preisreduktionen, dann nach 6 Monaten geht man ein bisschen runter, dann geht man noch einmal ein bisschen runter. Also wer am Anfang so hoch bepreist hat, muss jetzt mit dem Preis nach unten gehen, um Mieter zu finden. So, um dann zu differenzieren zwischen den unterschiedlichen Segmenten. Wie gesagt, Grundstücke und Einfamilienhäuser
ganz starke Preissteigerungen. Dort ist die Nachfrage weiterhin sehr hoch. Wir sehen es natürlich, wenn es innerhalb Wien wäre, noch desto besser. Also ein Familienhaus grundsätzlich ist sehr gefragt. Und ein ganz eigenes Segment sind die Altbauwohnungen. Wir haben das Problem mit den Altbauwohnungen, dass wir grundsätzlich die nicht frei vermieten dürfen, sondern sind unter Richtwert Mietzinsregelung. Und dementsprechend uninteressant sind die für viele Anleger. Das heißt, die Anleger fragen als erstes schon, ob da, also es gibt ja auch Altbauwohnungen, die vielleicht wieder Aufbaufonds oder sonstiges, also Förderungen genutzt haben und man könnte vielleicht außerhalb des Richtwertmietzins sein, aber wenn man unter den Richtwertmietzins ist, versuchen dann die Anleger natürlich andere Lösungen finden, wie man diese Wohnung trotzdem vermieten könnte. Da kommt immer das Thema Airbnb-Vermietung ins Gespräch. Die Airbnb-Vermietung ist aber in der Regel im Wohnungseigentumsvertrag verboten, beziehungsweise wenn es nicht explizit erlaubt ist, ist es verboten und bei den alten Verträgen ist es nie drin gewesen. Bei den neuen Projekten, wo ein ganzes Haus saniert wird, ein Altbausanierungsprojekt und ein neues Wohnungseigentumsvertrag, da wird es oft reingenommen, dass eine Airbnb-Vermietung durchaus möglich wäre, um dann die Wohnungen auch an Anleger, die Airbnb spezialisiert sind, wieder anzusprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Verträge für Studenten zum Beispiel, die unter 6 Monate betragen, wo der Mieter keinen Hauptwohnsitz in der Wohnung hat, sondern eben zum Beispiel bei den Eltern noch in den anderen Bundesländern einen Hauptwohnsitz hat und dann hier in Wien Nebenwohnsitz meldet. Mit so einem Mieter könnte man einen Vertrag für ein Semester machen, 4, 5 Monate. Aber man darf diesen Vertrag nicht verlängern oder einen Kettenvertrag daraus machen. Also da sind durchaus Beschränkungen sehr stark. Und man hat immer noch, also immer wieder, wir haben diese Kunden, die sagen, naja, ich gehe das Risiko ein, die Mieter gehen dann zur Schlichtungsstelle und im schlimmsten Fall muss ich halt dann das zu viel bezahlte Miete zurückzahlen. Ist auch eine Strategie. Da muss man einfach das Geld wirklich auf der Seite legen. Und wir wissen, dass viele Unternehmen wie Miethai, Miet darunter sehr stark Werbung machen auf der U-Bahn-Stationen, an den Unis, dass die Bewohner ihre Mieter überprüfen lassen sollten. Und dann kommt es eben zu diesen Schlichtungsstellenverfahren. Das heißt, die Altbauwohnungen können die Anleger in der Regel nicht wirklich nutzen und daher bleiben die Eigennutzer als Interessentgruppe. Nur die Altbauwohnungen haben sehr selten Balkone. Das heißt, die Altbauwohnungen ohne Freiflächen sind momentan sehr unbeliebt. Da muss man einfach mit einem niedrigeren Preis reingehen oder die Preise sind in dem Segment nicht gestiegen, so wie in anderen Segmenten. Dann haben wir das Thema sanierungsbedürftige Wohnungen. Eigentümer fragen, nun soll ich die Wohnung vielleicht selbst sanieren, bevor wir die Wohnung auf den Markt bringen? Bitte nein. Also das ist unsere Empfehlung immer bei solchen Fällen, so wie es ist. Also wenn eine Wohnung eindeutig sanierungsbedürftig ist, dann lassen Sie diese Sanierung den zukünftigen Käufern über. Sie sollen dann selbst wählen, welche Fliesen, welches Paket, welche Preiskategorie wollen Sie die Sanierung machen. Wird es dann für Eigennutzung sein und hochwertige Materialien benutzt werden oder wird es für Vermietungszwecken sein und vielleicht dann eher mit günstigeren Materialien saniert wird. Die haben vielleicht in der Familie einen Baumeister, die wollen das selbst sanieren, anstatt Firmen zu nutzen. Und momentan sind 2 Punkte, die noch dafür sprechen. Einerseits, wir haben einen Mangel an Handwerker. Es ist momentan sehr schwierig, Handwerker zu kriegen, weil die Auftragsbücher einfach voll sind für die nächsten 6, 9 Monaten. Und die Rohstoffe sind teurer geworden. Das heißt einfach, die Preise für die Sanierung sind auch gestiegen. Und deswegen empfehlen wir wirklich, in unsanierten Zustand zu veräußern und meistens kriegt man da einen besseren Preis. Also da bleibt mehr übrig für den Verkäufer, als selbst sanieren anzufangen. Dann eben diese 2 Kategorien mit oder ohne Freiflächen und da eben eindeutig, man kann eine Wohnung mit Freifläche nicht vergleichen mit einem ohne, sondern wir haben wirklich Schwierigkeiten mit Wohnungen, mit fehlenden Balkonen und sobald ein großer Balkon oder ein Garten dabei ist, ist die Nachfrage sehr groß. Also Gartenwohnungen in Wien sind momentan sehr, sehr beliebt. Wir haben da gute Erfahrungen gemacht und sehr hohe Preise auch erzielt. Dann zum Thema Bauträger.
Ich hoffe, bin eh nicht eins drüber geflogen. Genau, also die Bauträger haben auch kein leichtes Leben momentan. Die Baukosten sind in den letzten 6 Monaten explodiert. Also vor allem Holz und Stahl sind sehr, sehr teuer geworden, also teilweise wahnsinnige Preise. Die haben parallel dazu das Problem mit den Grundstückspreisen, weil die Eigennutzer alle ein Eigenheim am Land kaufen wollen, sind alle nach diesen Grundstücken unterwegs und deswegen die Einkaufspreise für die Grundstücke sind für die Bauträger gestiegen und die haben sehr große Probleme, ihre Projekte noch wirtschaftlich fertigzustellen. Wir haben Bauträger, die teilweise einen Baustopp machen, einfach sagen, wir warten, bis die Materialpreise wieder günstiger werden. Oder einfach ein Einkaufsstopp. Also die kaufen momentan keine Grundstücke ein, weil sie sagen, wir können diese Projekte nicht kalkulieren, das wird ein Verlustgeschäft sonst. Sie versuchen natürlich deswegen stärker verhandeln bei den Grundstückskaufen, weil die einfach ja, sonst gar nichts bauen können, was eigentlich ihre Beschäftigung ist, wo die Mitarbeiter auch gebunden sind. Oder die wandern dann weiter nach Niederösterreich, also weiter weg von Wien, um dort Grundstücke zu finden, wo es noch profitabel wäre. Aber vor allem natürlich diese Rohstoffkosten sind momentan so unberechenbar, dass viele sich gar nicht trauen, die Kalkulationen zu fixieren. Das heißt, wir haben ja, eine schwierige Lage bei den Bauträgern. Dazu kommt, dass es nächstes Monat, also Ende November, wahrscheinlich eine neue Bauordnungsnovelle in Wien abgeschlossen wird, wo für Gartensiedlungsgebiete und Wohnbau Bauklasse 1 eine neue Beschränkung kommen wird, wo nicht mehr so große Bauten erlaubt sind. Das heißt, die müssen kleinere Einheiten auf demselben Grundstück bauen, die dürfen nicht mehr so viel in die Höhe gehen und so viel in die Breite. Und das ändert natürlich die Kalkulation genauso. Die können nicht mehr so viel Erlös machen, weil die weniger Wohnungen auf demselben Grundstück haben und können auch aus dem Grund nicht mehr so viel für den Grundstück zahlen. Also die Kalkulation geht sich einfach nicht mehr aus. Das ist natürlich ja, für Bauträger, gerade wie Chloré zum Beispiel, ein großer Bauträger, der in diesen Gegenden aktiv ist und die letzten Jahre war, ein harter Schlag. Die werden mit dem Konzept, was bis jetzt benutzt worden ist, nicht mehr die Häuser bauen. Also sie müssen jetzt komplett neu denken, was sie mit den Grundstücken machen, die sie gekauft haben, weil diese Bauweise, die geplant war, nicht mehr genehmigt wird. Dann möchte ich eben schon zum nächsten Thema Bewertungsmethoden eingehen. Wie definiert man der Wert der Immobilie? Was für Methoden haben wir als Experten, Wohnungen und Häuser zu bewerten? Was bedeuten die Preise im Internet? Und mit welchen Zu- und Abschlägen arbeiten wir aktuell? Vielleicht ist so eine Darstellung auch aus anderen Zusammenhängen schon manchen bekannt. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen immer, wenn es um eine Verkaufsware handelt. Also der Käufer sieht das Objekt nicht so schön wie der Verkäufer aus seiner Sicht das Haus sieht. Bank will noch mehr Sicherheiten und sieht der Wert der Immobilie noch kleiner und Finanzamt will einfach alle Zusatzgebäude auch dazu berechnen, um möglichst gute Bemessungsgrundlagen zu haben. Also wir arbeiten genau in diesem Feld dann als Makler und versuchen da als neutrale Stelle irgendwie eine Einigung zu finden. Das heißt, wir haben unterschiedliche Methoden, die für unterschiedliche Objekte zu nutzen sind. Ein Sachwertverfahren wird für Einfamilienhäuser benutzt. Das heißt, wir nehmen den Grundstückswert. Das wird bestimmt durch also vergleichbare Grundstücke in der Umgebung, die schon verkauft worden sind. Aus diesen Vergleichen ermitteln wir den Quadratmeterpreis in der Umgebung und nehmen das als Grundwert. Dazu wird das Gebäudewert addiert. Und das Gebäudewert wird aus den Herstellungskosten minus ein Altersabschlag berechnet. Das heißt, wir haben grundsätzlich Gebäudewert und Grundwert,
Natürlich mit Zusatzfaktoren wie Außenanlagen, Garagen, sonstige, die dazu zählen. Und bei den Herstellungskosten müssen wir natürlich die hochwertige Ausstattung berücksichtigen, unterschiedliche Faktoren, die da mit einfließen. Ertragswertverfahren wird benutzt für Objekte, die eindeutig für Ertragsbewirtschaftung sind, das heißt Anlegerobjekte, Vermietungsobjekte, natürlich auch im gewerblichen Segment, aber vor allem natürlich, wenn wir eine vermietete Wohnung haben, zählt da eigentlich nur die Rendite. Also die Rendite, also der Kaufpreis wird rückwärts aus der Rendite berechnet, was man für eine Rendite sich wünscht oder bereit ist zu akzeptieren. Wenn es um Wohnungen geht, machen wir eine Parallel, also arbeiten wir mit zwei Methoden. Wir machen den Ertragswertverfahren, wenn wir wissen, dass die Wohnung vermietbar wäre oder für Vermietungszwecken gut geeignet ist. Und parallel dazu das Vergleichswertverfahren, weil das Vergleichswertverfahren ist dann das typische Verfahren für Wohnungen. Besonders in Wien, wo wir viele ähnliche Wohnungen haben, können wir sehr gut mit Vergleichswertverfahren arbeiten und finden da wirklich passende Objekte. Natürlich, jede Immobilie ist einzigartig, deswegen brauchen wir dann die Zonabschläge. Dazu komme ich noch gleich. Das Residualwertverfahren ist dann das, was die Bauträgergrundstücke betrifft. Wenn wir eben darüber reden, dass ein Grundstück für einen Bauträger interessant ist, ist der Quadratmeterpreis vom Land in der Umgebung für Einfamilienhäuser irrelevant, sondern es geht nur darum, was kann er auf diesem Grundstück bauen. Er rechnet sozusagen aus seinem Verkaufserlös, was die Wohnungen insgesamt ausmachen würden, und zieht dann aus diesem Verkaufserlös alle seine Kosten, ob das jetzt Architektplanungskosten sind, alle möglichen Baukosten, Finanzierungskosten, natürlich auch eine Gewinnmarge wird eingerechnet, und dann ergibt sich den Preis, was er bereit ist, für den Grundstück zu zahlen. Also wir machen sozusagen seine Projektkalkulation komplett durch und sehen, das ist das Maximum, was er bereit ist zu zahlen. Natürlich gibt es dann Hebel, wo man sagt, naja, wenn wir die Margins, also die Gewinnspanne des Bauträgers reduzieren, dann kann er doch mehr zahlen. Also grundsätzlich mit diesen Variablen spielen wir, aber dadurch, dass die Baukosten zum Beispiel momentan so unberechenbar sind, ist es genauso schwierig für einen Bewerter als für einen Bauträger, das selbst zu kalkulieren. Aber das ist sozusagen die Vorgehensweise. Das heißt, das Wert des Grundstücks hängt davon ab, was man draufbauen kann, ob das eine geschlossene oder offene Bauweise ist, ob das eine Bauklasse 3 oder Bauklasse 1 ist, wie viele Stockwerke kann ich draufbauen, ob das vielleicht nur ein zweistöckiges Gebäude sein wird oder kann ich noch ein drittes Stockwerk draufbauen, weil das macht die Quadratmeter aus, die ich nachher verkaufen darf. Also da ein großer Unterschied dann zu einer normalen Einfamilienhausbewertung. Das heißt, wir bekommen aus diesen Bewertungsmethoden einen Verkehrswert. Wir müssen aber immer zum Schluss noch eine Marktanpassung durchführen. Das heißt, wir schauen dann, was sagt die aktuelle Marktlage. Ist das Ergebnis plausibel? Müssen wir vielleicht ein bisschen noch nach unten oder nach oben gehen und mit welcher Begründung? Natürlich immer, wenn wir Marktanpassungen machen, muss es gut begründet sein. Und zum Schluss sollte der Marktwert einen Wert darstellen, der tatsächlich, wenn man diese Immobilie auf den Markt bringt, innerhalb einer angemessenen Zeitraum, zum Beispiel 3 Monate, zu erzielen ist, dass wir in der Zeitraum einen Käufer finden sollten. Als ich schon erwähnt habe, Zu- und Abschlägen müssen wir immer berücksichtigen bei den Vergleichsobjekten, weil wir einfach nie eine identische Wohnung haben. Ideal wäre natürlich, im selben Gebäude, ein Stockwerk weiter unten, die identische Wohnung, der vor 3 Monaten verkauft war. Das ist natürlich immer mal leichter, aber wir wissen auch nicht, in welchem Zustand die Wohnung war von innen. War der tatsächlich ein transparenter Verkauf, dass das Objekt am Markt war, oder wurde es einfach an den Nachbarn verkauft? Wir müssen alle diese Dinge natürlich auch berücksichtigen, ob das wirklich zum bestmöglichen Marktpreis verkauft worden ist oder nicht. Aber grundsätzlich haben wir einige Kategorien, die wir benutzen in der Suche nach Vergleichsobjekten. Und das erste ist Baujahr. Also wir kategorisieren ein bisschen so diese 60er, 70er, teilweise auch 50er Jahre Bauten in einer Kategorie. Mittlerweile der 80er Jahre Bauten gehören auch dazu. Dann haben wir so die 90er Jahre Bauten mit den 2000 Jahre gebauten Gebäuden und dann die nach 2010 gebauten
die eher miteinander vergleichbar sind, weil die wenig Gebrauchsspuren haben, fast wie neu sind, etwas, was vielleicht nur 4 Jahre bewohnt worden ist mit den Erstbezugswohnungen. Dann schauen wir nach vergleichbaren Lagen. Und die vergleichbare Lage ist oft nicht das Bezirk, sondern Nachbarbezirke oder vielleicht Teile des Bezirks. Weil das 22. Bezirk zum Beispiel fängt mit Essling an und dann bei Kakran haben wir ganz andere Preise oder Alte Donau-Umgebung. Also wir müssen immer schauen, nicht nur innerhalb eines Bezirks einen Durchschnittswert nehmen, weil das sagt in Wirklichkeit nichts aus. Ein Durchschnitt aus einer großen Masse ist nett und gut, aber hat keine Aussagekraft. Deswegen müssen wir schauen bei Bezirken, welche andere Gegenden passend sind. Es ist natürlich nicht leicht, weil wir wissen, dass im Internet die Adressen nicht gezeigt werden. Also wir wissen nicht aus dem Inseraten immer, wo im Bezirk genau diese Wohnung liegt. Aber das müssten wir theoretisch immer berücksichtigen, dass wir wirklich sagen, ist die Lage so beliebt für diese Kundengruppe. Dann geht es um das Zimmeranzahl. Mittlerweile sind die Quadratmeter nicht entscheidend, sondern wie viele Zimmer. Also eine Dreizimmerwohnung mit 70 Quadratmeter ist viel mehr wert als eine Zweizimmerwohnung mit 70 Quadratmeter. Weil oft kann man dort eben diese Trennung nicht machen, so einen dritten Zimmer. Und die Familien sagen, ich brauche aber ein Kinderzimmer mit einer Tür, wirklich ein separates Zimmer. Und die Quadratmeter bringen mir nichts. Und deswegen müssen wir immer an der Anzahl der Zimmer schauen und in diese Kategorierung bewegen. Und natürlich eben diese Kategorisierungen komplett ohne Freifläche, mit Balkon oder Terrasse oder dann mit Garten, weil Garten ist auch wieder eine komplett andere Geschichte als ein Balkon. Und gerade eben in der Größe auch, wie groß wäre der Balkon oder die Terrasse. Wenn wir passende Objekte gefunden haben, schauen wir mit den Zuschlägen, Abschlägen, und wirklich Diskussionen führen teilweise im Büro, naja, dieser Straßenzug im Vergleich zu dieser Straßenzug, ist das jetzt 3% mehr oder ist das doch 10% mehr, weil es einfach so viel beliebter ist, so viel schönere Gegend, dass wir mit diesen Zuschlägen dann die Korrekturen machen, um die Objekte vergleichbar zu machen. Zustand und Ausstattung können wir teilweise relativ gut mit Baukosten auch kalkulieren, weil wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Sanierungen 500 Euro pro Quadratmeter oder 800 Euro pro Quadratmeter kosten werden. Wir schauen, ob die Elektro neu gemacht werden muss, muss die Heizung erneuert werden, was kostet es, die Bodenbeläge, Küche neu, Badezimmer neu. Wir können somit die Ausstattung ein bisschen anpassen und sagen, naja, sanierungsbedürftige und komplett Erstbezugszustand, wie passen wir die Preise an? Und daraus ergibt sich meistens dann durchaus ein stimmiges Bild, was die Kaufpreise betrifft. Wichtig ist eben dieser Unterschied, die Preise im Internet sind ja nicht die endgültigen Verkaufspreise. Das heißt, im Internet haben wir immer ein Angebot. Im idealen Fall sollte das ungefähr im richtigen Preisbereich sich bewegen. Nur wir wissen, dass in Österreich sehr viele Immobilien im Internet inseriert werden, die komplett überteuert sind. Also da sind wirklich Objekte, die wie bei den vorigen Folien 400 Tage online sind, teilweise länger. Also wir sehen, wie lange diese Objekte schon vermarktet worden sind. Und vielleicht gab es einen Preisabschlag irgendwann, aber es heißt ja nicht, dass es zu dem Preis auch verkauft wird, wenn das Objekt verschwindet vom Markt. Wir haben auch oft die Information, naja, das ist dann ja doch verkauft worden, zu dem Preis, was im Internet als letztes stand. Nein, nur weil es verschwindet aus dem Internet zu dem Preis, heißt nicht, dass der Kaufvertrag zu dem Preis abgeschlossen worden ist. Also da ist wichtig, dass man unterscheidet mit den Preisen im Internet und die echten Preisen, die wir dann aus dem Grundbuchsammlung finden können. Das ist natürlich mit einer kleinen Verzögerung, also wenn Sie sagen, der Nachbar hat jetzt letzte Woche die Wohnung verkauft, sehen wir das im Grundbuch wahrscheinlich erst nach 6 Wochen, aber dann können wir mit genau dieser Adresse, wir können den Kaufvertrag ausheben und schauen, zu welchem Preis wurde diese Liegenschaft tatsächlich verkauft. Oft sind es nämlich eben ein bisschen, da sagt ein Nachbar etwas und es wurde ja für 2 Millionen verkauft und dann schaue ich im Grundbuch und sage, na, da ist nichts verkauft worden, die sind immer noch die Eigentümer und es ist schon 4 Monate her, also offensichtlich ist es doch nicht gelungen. Wir können also wirklich im Grundbuch alle Kaufverträge seit 2006 aktuell sind, seitdem sind die digitalisiert. Die älteren Kaufverträge müssten wir dann im Bezirksgericht nachschauen. Also Grundbuch ist ein öffentliches Buch, wo wir dann auf eine oder andere Weise Zugang
gelangen können. Und dort sehen wir die Größe, den Preis, alle Informationen, die im Kaufvertrag drin waren oder teilweise im Nutzwertgutachten, wenn die auch im System eingepflegt sind, dass wir sofort sehen, ob da eine Freifläche vorhanden war, war ein Parkplatz dabei, was waren sonstige Ausstattungen, war das in Erstbezugszustand, war das eine Verlassenschaft, war das eine Bauträgertransaktion. Wir sehen da ziemlich viele Informationen, durchaus mit unserer Software. Ja, dann zu dem Thema Vermarktung. Also wenn man sagt, ich verkaufe meine Immobilie, bitte, bitte, bitte eine ordentliche Vermarktung machen, weil natürlich desto schlechter man auf dem Markt den ersten Auftritt hat, desto niedriger bleibt meistens der Preis. Also schlechte Inserate sind nicht attraktiv für die Käuferschicht, die ordentliche Immobilien kaufen wollen, die gut vorbereitet sind. Und es ist auch eine Sache von Vertrauen. Also wenn wir sehr transparent alle Informationen über das Objekt darstellen, in einer angenehmen Weise, leicht verdauerlich die Informationen präsentieren, haben die Käufer auch das Gefühl, es wird nichts verheimlicht, es ist tatsächlich fair, das sind die Daten, über alle Mängel wird versprochen. Wir als Makler haften natürlich dafür, wir dürfen keine Mängel verstecken, aber wir müssen die auch natürlich nicht hervorheben. Also im Marketing schaut man natürlich, dass man die Vorteile der Immobilie immer auf den Vordergrund bringt, aber die Nachteile müssen wir natürlich auch erzählen, spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn ein Kaufanbot unterschrieben wird. Also wir haben da unsere Aufklärungspflichten, aber wenn wir alles sehr professionell offenlegen, ist es meistens eher ein Vertrauenszuschuss, was man kriegt, sodass die Kunden auch das schätzen wissen. Und deswegen ist unserer Ansicht immer, kundenorientiert zu denken, dass es möglichst angenehm wird für alle Beteiligten. Das ist ein Beispiel über ein neues Doppelhaus, wo wir am Samstag ein Open House haben. Also versuchen, mit schönen Bildern zu arbeiten, die Vorbereitung ordentlich zu machen. Zu einer ordentlichen Vorbereitung gehören auch ordentliche Pläne. Also viele kennen aus Inseraten solche Fotos von einem Plan, der unleserlich ist. Man weiß nicht, welche Linie gehört zum Wand und was ist eine Türöffnung. Also es ist unangenehm für den Käufer, wenn sie nicht lesen können, was da drauf ist. Und deswegen machen wir immer oder lassen neue Verkaufspläne erstellen, wo die Daten leicht anschaulich werden. Da sieht man, welche Möbel reinpassen, passt ein Doppelbett hinein in das Zimmer oder nicht. Wo sind die Küchenanschlüsse, was passt wo hinein. Und das hilft natürlich extrem bei der Planung, wenn man zu Hause dann Inserate anschaut und Einrichtungen überlegt. Wir gehen mehr und mehr in die Richtung Digitalisierung. Das heißt, die Kunden verlangen auf mehr Bequemlichkeit. Es muss effizienter sein, kostengünstig, schneller. Die Arbeit vom Makler wird natürlich dadurch sehr stark beeinflusst. Wir müssen schnell an unsere Anfragen bearbeiten, alle Informationen sehr transparent übermitteln und einfach eben alles einfach machen. Wir arbeiten sehr viel mit digitalen Mitteln. Grundsätzlich haben wir ja praktisch ein papierloses Büro, aber natürlich auf Wunsch können alle Unterlagen auch in Papierform bereitgestellt werden. Aber zu den digitalen Mitteln gehören zum Beispiel die 360-Grad-Fotos, die wir nutzen bei unseren Objekten. Die geben schon einen sehr guten Eindruck, dass die Kunden wirklich vorstellen können, wie die Räumlichkeiten wirken. Und es ist natürlich auch eine Sicherheit. Wenn wir die 360-Grad-Fotos haben, die bleiben ja in unserem Archiv 10 Jahre lang, haben wir immer eine Dokumentation des Zustands. Wenn Probleme kommen sollten nachträglich, also wir können nicht mehr reinzoomen, wir haben wirklich alle Räume ordentlich aufgenommen. Dazu machen wir gerne seit mehreren Jahren schon unsere Spezialität Videobesichtigungen. Also das haben wir seit Anfang an bei Remax Together eingeführt, dass wir für den Interessenten, die schon eine Anfrage geschickt haben, eine Videobesichtigung zur Verfügung stellen. Das heißt, wir schicken einen Link zu YouTube. Dieser Link ist sonst nirgendwo zu finden. Also ohne eine Anfrage zu senden, bekommen die Interessenten das Video nicht und können es auch nicht mit einer Google-Suche oder einer YouTube-Suche nicht finden.
Das hilft aber für das erste Neugier sehr stark und die Kunden sind dann vor Ort bei der Besichtigung viel besser vorbereitet. Die haben detaillierte Fragen, die wissen schon, was auf sie erwartet und das Gespräch läuft auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich haben Sie auch dann die Möglichkeit, das Video nachher weiterzuleiten für Freunde, Verwandte, die auch ihre Meinungen dazu tragen. Und vielleicht manchmal sind das die Finanzierer, die Eltern oder jemand, der auch unbedingt seine Genehmigung dazu geben muss, ohne dass er vielleicht vor Ort besichtigen kann. Und gerade natürlich mit unseren ausländischen Kunden, die nicht in Wien sich befinden, wir werden die Videobesichtigung sehr gerne benutzen. Wichtig, wenn eine Immobilie auf den Markt kommt, sollte man das Inserat schön gestalten und da spielen die Fotos eine große Rolle. Das heißt, persönliche Gegenstände sollen weggeräumt werden. Man muss unterscheiden, entweder ist die Wohnung wirklich sanierungsbedürftig oder man sagt, es ist bereit zum Einziehen, also gerade bei diesen mal circa 10 Jahre alten Wohnungen, wo man eigentlich alles noch schön und modern hat und bereit zum Einziehen. Aber dann, die Armatur ist locker, da sind Kratzer, die ein bisschen mehr als nur mit Ausmalen wegkommen. Also da lohnt es sich dann, die kaputten Stellen einfach wieder in Ordnung zu bringen und mit leichter Sanierung, damit die Interessenten, die zu einer Besichtigung kommen, nicht als erstes die kaputten Stellen sehen. Sagen, ah, das ist auch kaputt, ah ja, übrigens, das ist auch kaputt. Und, das macht keinen guten Eindruck, wenn man eigentlich gesagt hat, man kann sofort einziehen. Und dann stellt man fest vor Ort, naja, man kann doch nicht sofort einziehen. Natürlich die Mängel, wenn es zum Beispiel Schimmel gibt, darf man nicht verstecken. Das ist ein Haftungsthema wieder. Also bitte nicht übermalen, sondern dann können wir offen über die Ursachen reden und sagen, ja, es gibt dieses Problem, es wird jetzt behandelt, die Ursache ist gefunden worden, dass man einfach wirklich eine offene Diskussion darüber führen kann, was mit der Sache in sich hat. Ansonsten eben gibt es dann Garantie, also Probleme möglicherweise nach der Kaufabwicklung, wenn es hochkommt. Wir sagen immer lieber entweder eine leere, saubere Wohnung, also ohne Spinnennetze und so weiter, oder dann, wenn die Wohnung in möblierten Zustand, in bewohnten Zustand inseriert wird, dann sollte es ausschauen wie in einer Einrichtungsmagazine, idealerweise also wirklich schön präsentiert, schöne Möbel, aber nicht diese Zwischenvariante, dass in der Wohnung befinden sich noch die 7 Möbelstücke, die man in die neue Wohnung nicht mitnehmen wollte, die eigentlich zum Mistplatz gehören, aber man hat die einfach in der Wohnung gelassen, in der Hoffnung, na, vielleicht will der neue Käufer die behalten. Wenn Sie schon die nicht behalten wollten, dann wahrscheinlich der neue Käufer will die auch nicht behalten. Ja, also gerade eben irgendwie kaputte Sachen oder ein altes Bett oder so, dann werden die meistens auch von einem neuen Käufer nicht gewünscht. Ja, dann komme ich schon zum 5. Thema, das digitale Angebotsverfahren. Dave, es sind viele Inserate im Internet mit diesem Dave-Kürzel. Wir haben selbst auch sehr viele erfolgreiche Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, wir haben eine transparente Möglichkeit, Immobilien online so zu inserieren, dass entweder alle sehen diese Preisentwicklungen, also diejenigen, die besichtigt haben, bekommen Login-Daten zu einer Software und können dort sehen, was ist das aktuell höchste Angebot und für sich entscheiden, ich will das Angebot noch toppen, ich mache ein Angebot, das ist noch höher oder ich entscheide auszusteigen und ich will kein Angebot mehr abgeben oder es gibt die Variante geschlossenes, Dave, habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, wo wir nur ein Deadline setzen, bis wann alle Angebote online abgegeben werden müssen und dann wird sozusagen die Entscheidung getroffen, also alle Angebote werden dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Frist abgelaufen ist, für uns sichtbar und wir führen das Gespräch mit dem Eigentümer, welches Angebot angenommen wird. Natürlich in der Regel ist es das höchste Angebot, aber nicht zwingend. Also man könnte als Eigentümer auch sagen, ich will lieber das zweitbeste Angebot annehmen, weil den Höchstbieter kenne ich und wir sind da schon im Streit und ich will nicht, dass er hier einzieht oder was halt immer. Also man ist nicht gezwungen und man ist überhaupt nicht gezwungen, ein Angebot anzunehmen. Also wenn das Ergebnis des Dave-Verfahrens nicht
die Vorstellungen entsprechen und das Endergebnis zu niedrig ist, hat der Eigentümer natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe gar nicht. Wir haben einfach daraus natürlich schon gesehen, was gibt der Markt her. Und wenn der Markt nicht mehr hergibt, ja, dann ist die Entscheidung entweder zu akzeptieren, ich behalte die Wohnung, ich vermiete vielleicht die Wohnung danach, aber mehr ist wahrscheinlich nicht drin. Wenn man ordentlich vorbereitet hat und mehrere Monate am Markt war und trotzdem die Beute so bleibt, wie es ist, ja, ist einfach das, was der Markt als Ergebnis gegeben hat. Natürlich wird eine Provision für uns nur in dem Fall fällig, wenn Sie tatsächlich ein Kaufangebot annehmen. Auch diese Software und alles zahlen wir als Vorleistung. Also da sind wir natürlich immer in das Maklerrisiko, dass wir alles in Vorleistung machen. Und das DAVE gibt es nur bei Remax exklusiv in Österreich. Also andere Maklerunternehmen haben nichts Vergleichbares momentan am Markt. Das ist wirklich ein transparentes Tool. Und die Kundenfeedbacks sind auch sehr gut, gerade vom Käufer, überraschenderweise, weil früher hatten die vielleicht die Einstellung, ja, ich habe nicht die Möglichkeit bekommen, ein Kaufangebot zu stellen, der Makler hat da irgendwas manipuliert. Und mit diesem Programm, was alles online stattfindet, merken sie, okay, ich war einfach nicht bereit, mehr zu zahlen, dann soll der andere Käufer die Immobilie haben. Und es gibt einfach keine Diskussionen danach, alle kennen die Regeln und sind sehr zufrieden dann mit dem Ergebnis. Dann zum Thema Immobilienertragssteuer. Viele kennen das vielleicht mit den Hauptwohnsitzbefreiungen. Also wenn derjenige, der im Grundbuch drinsteht, schon 2 oder 5 Jahre oder länger Hauptwohnsitz in der Wohnung oder im Haus hatte, ist man in der Regel befreit von der Immobilienertragssteuer. Aber Achtung, ein paar Punkte wollte ich eben erwähnen. Der Person im Grundbuch muss der selber sein, der dort wohnt. Also wenn es gerade, wenn die Wohnung zum Beispiel für Tochter gekauft wurde und die Tochter wohnt drin, dann sollte die Tochter auch im Grundbuch sein, um diese Immobilienertragssteuerbefreiung zu bekommen. Also es hilft nicht, dass die Tochter drin wohnt und der Vater im Grundbuch ist. Das muss man dann mit anderen Mitteln lösen. Und ein wichtiger Punkt für die Vermietung, wir haben viele Kunden, die sagen, naja, ich habe jetzt in der Wohnung 7 Jahre drin gewohnt und möchte aber so meinen Freund zusammen mit ihm einziehen und brauche diese Wohnung nicht mehr. Und ich möchte die Wohnung jetzt langfristig vermieten und als Anlageobjekt behalten, weil ich das Geld sonst nicht brauche. Diese Hauptwohnsitzbefreiung wird verloren, wenn man 5 Jahre lang nicht mehr selber drin wohnt. Das heißt, man könnte, wenn man selbst auszieht, noch 3 Jahre, ist die Mindestdauer von einem Mietvertrag, 3, 4 Jahre die Wohnung vermieten. Und dann veräußern, noch im Rahmen der Immobilienertragssteuerbefreiung. Wenn man aber 6 Jahre lang die Wohnung vermietet und dann veräußert, dann ist man voll drinnen. Also dann gibt es keine Befreiungen mehr. Und diese Deadline, 5 Jahre selbst nicht mehr drin wohnen, ist für viele Kunden entscheidend. Also da muss man wirklich achten, dass man diese Fristen nicht überschreitet. So, natürlich, Details können wir nachher auch noch erklären in Einzelgesprächen. Ja, was haben wir dann für unterschiedliche Ansätze heute schon dazu gehört? Also einerseits ist es ja gar nicht eine einfache Frage, soll ich verkaufen oder soll ich nicht verkaufen? Es kommt darauf an. Einerseits die Typ der Immobilie, Gewerbeimmobilien zum Beispiel, das besprechen wir dann lieber komplett separat, würde die Rahmen sprengen. Also wir gehen jetzt von Wohnimmobilien aus, aber immer dieses Thema Eigenheim oder Vermietungsabsicht. Natürlich sollte man zuerst schauen, dass man für sich eine Wohnung hat, bevor man Miete bei jemand anderen zahlt, also oder alle Familienmitglieder, dass die irgendwo mal untergebracht sind in Eigentumswohnungen, wenn man mal diese Anlegermöglichkeit hat, also soweit finanzielle Rahmen. Natürlich, die finanzielle Situation braucht man unbedingt das Geld für ein neues Haus oder eben nicht. Und wie viel Fremdkapital sollte man vielleicht dazu nehmen, mit welchen Hebelwirkungen man das optimieren könnte, das muss man genau kalkulieren. Bei der Typ der Immobilie auch dieser Baujahr-Sanierungsbedarf, die ersten 20
30 Jahre sind ja ganz ruhig, aber es gibt immer einen Zeitpunkt, wo die Sanierungen dann für jedes Gebäude kommen. Und vielleicht ist es dann auch strategisch gut, kurz davor die Immobilie noch zu verkaufen, bevor die nächsten Sanierungen fällig werden und angekündigt werden, weil dann, wenn das im Protokoll der Eigentümerversammlung drinsteht, dass wir jetzt die Fassadensanierung machen werden oder Dachsanierung und sonstige teure Punkte, dann ist es schon zu spät, weil das fließt dann definitiv in die Kaufentscheidung mit. Und eben das Thema Balkon, Garten, wie schon erwähnt, ist einfach wichtig für die Zukunft. Also Immobilien mit Freiflächen sind leichter zu vermieten auch und macht einen großen Unterschied. Mietrendite versus Wertsteigerungsrendite, wie gesagt, auch wenn die Rendite nicht gut ist, aber die Immobilie liegt in einem Bezirk oder in einer Gegend, wo man weiß, die Wertsteigerung wird noch gut sein in den nächsten Jahren, dann behalten, nicht verkaufen. Also wenn eben mal sonstige Themen auch dazu passen, aber grundsätzlich natürlich so häufiger Immobilienwechsel ist auch nicht profitabel, weil Sie kennen die Nebenkosten von einem Immobilienkauf. Also das wird teuer, jetzt unbedingt sofort zu wechseln von einer älteren Wohnung, der schon gut vermietet ist, zu einer Neubauwohnung. Aber wenn man einen guten Mieter drin hat und die Wertsteigerung da ist, dann einfach nicht verkaufen und noch aus der Wertsteigerung profitieren. Und eben die steuerlichen Auswirkungen, wie gesagt, wenn man die Immobilienertragssteuerbefreiung verliert, kann es ein wichtiger Grund sein, schnell zu verkaufen, bevor diese Frist abläuft, weil da reden wir meistens um 30, 40, 80.000 Euro sogar, was man für einen Unterschied hätte, wenn diese Befreiung verloren wird. Wir bieten eine kostenlose Marktwerteinschätzung an. Das heißt, wenn Sie noch nicht eine Bewertung von uns bekommen haben, dann machen wir das gerne. Das heißt, es wird kein Gutachten sein, also ein schriftliches Gutachten ist dann eine andere Geschichte, das können wir nicht kostenlos machen, aber eine aktuelle Analyse über Ihre Situation, die steuerlichen Auswirkungen, wir schauen die Unterlagen, Grundbuchauszug, die Papiere des Hauses gerne uns an und bewerten die Immobilie und können Ihnen sagen, was man momentan auf dem Markt bekommen sollte mit dieser Immobilie. Unsere Makler stehen eben zur Verfügung nach unserem Vortrag und natürlich auch telefonisch und per E-Mail für diejenigen, die heute nicht da sind. Also Sie können uns gerne jederzeit kontaktieren, um diese kostenlose Marktwerteinschätzung zu bekommen und einen Termin auszumachen dafür. Somit wäre ich am Ende meiner Präsentation und stehe offen für Fragen. Bitte schön. Sie haben ja kurz das Thema möblierte und unmöblierte Wohnungen angeschnitten. Aber ich meine, gibt es beim Mieten und Vermieten bestimmte Wohnungstypen, die nicht bzw. sehr gut ankommen, wenn sie möbliert bzw. unmöbliert sind? Ja, also ganz klar, die Wohnungen, die für eher kürzere Zeit, so Expertwohnungen, was wir oft sagen, also die können sehr gerne möbliert sein. Also es ist ein Unterschied, ob man eine Wohnung in Stammersdorf hat, wo vielleicht nicht so viele Expats nach Mietwohnungen suchen. Dort würde ich sagen unmöbliert, weil die Bewohner dort bringen ihre eigenen Möbel, die haben ihre eigenen Möbel. Weil sonst hätte man auch das Gefühl, es gibt durchaus eine Kundengruppe, auch Österreicher, die möblierte Wohnungen brauchen. Das sind oft auch die Scheidungsfälle, die schnell eine Unterkunft brauchen. Die bleiben aber nicht so lange unbedingt. Das heißt, die kommen vielleicht in die Wohnung rein, weil die schnell eine Unterkunft brauchen, wo Möbeln drin sind, aber nach einem Jahr haben die andere Pläne. Das heißt, für langfristige Mieter sind eigentlich Wohnungen, also ist es besser, keine Möbeln drin zu haben. Und dann, wenn wir eben über diese Expat-Geschichten reden, Innenbezirke entlang die U1-Linie ist eine typische Expat-Gegend, da kommen viele, die sagen, ich komme jetzt mal nach Österreich, ich will nicht aus meinem Heimatland die Möbel mitnehmen, weil Umzug ist teuer und mit dem Flieger kann ich nur meine zwei Koffer mitnehmen. Für diese Kundschaft sind möblierte Wohnungen natürlich eine bessere Variante. Aber man muss wirklich schauen, welche Kundengruppe kommt da in Frage.
Und meistens eben muss die Wohnung auch dementsprechend schön sein, dass es für die Expats in Frage kommt. Also wir sind eher in moderneren Wohnungen, wo die Preise auch ein bisschen höher sind. Dort sind die Möbel gewünscht. Aber das ist genau für diejenigen, die vom Ausland nach Wien umziehen, gerade wegen einem neuen Job. Also diese Kundschaft wünscht dann durchaus komplett möblierte Wohnungen. Ja. Ich möchte zurück, ganz zurück, wahrscheinlich interessiert es mich zu viel, zu den Grundstücken, zu den Bauträgergrundstücken und zu dieser widmungsgeförderten Wohnbau. Ja. Das heißt, ist da ein Preisdeckel auf den Grundstückspreisen dann mitgebunden? Ja, also momentan alle Umwidmungen, soweit ich das kenne, werden als geförderte, also wenn Stadt Wien Umwidmungen macht, werden die als geförderte Wohnbau gewidmet und dort sind dann Regeln für die Bauträger, also großteils sind es natürlich Genossenschaften, es werden also mehrere Firmen meistens gemeinsam aufgerufen, ihre Angebote zu machen. Die dürfen teilweise sogar frei finanzierte Wohnungen in den Projekten drin haben, aber die haben dann einen Anteil von Sozialwohnungen, einen Anteil von geförderten Wohnungen. Also die Genossenschaften sind da sehr stark dann im Spiel. Also die normalen Bauträger, die nur frei finanzierte Wohnungen errichten, können in der Gegend dann nicht viel anfangen. Also die können so ein Grundstück ja dann gar nicht kaufen? Praktisch, ja. Also das sind ja meistens eher größere Gebiete. Das sind ja Stadtgebiete, wo die Planung schon beinhaltet, Spielplatz, Park, Wohnbauturm 1, Bauturm 2. Genau, aber die Wohntürme zum Beispiel, die neuen Donauflats und so, die haben ja auch Sozialwohnungen drin offiziell. Es sind ja alle Vereinbarungen zwischen Stadt Wien und dem Bauträger, also wie die das gestalten. Das heißt, der Grundstücksverkäufer muss eigentlich warten, was man ihm bietet? Naja, Grundstück, wenn es keine Umwidmung braucht, wenn es ein normales, schon gewidmeter Bauland ist, dann ist man von dieser geförderten Wohnbau befreit. Also es geht nur um die Umwidmungen, wenn Grünland auf Bauland umgewidmet wird. Das ist, wie wichtig ist ein Concierge-Service und eine Sicherheit, eine 24 Stunden, 365 Tage Security im Haus? Für eine also bestimmte Kundengruppe sehr wichtig. Also es gibt diese Kundenschicht. Bei uns in Wien, wir haben ja sehr internationale Einwohner hier, also wir haben Großkonzerne, teilweise auch Mitarbeiter von solchen Firmen, die Sicherheit sehr viel schätzen und für denen das ein Thema ist. Es ist aber ein Nischenmarkt. Es ist ein sehr beschränkter Markt, die sowas brauchen, die sind aber auch durchaus bereit dafür zu zahlen. Mit der Flucht aus der Stadt in ländlicheren Gebiete, wie steht es um Baurecht? Ist die Nachfrage da eher groß oder hält sich eher zurück, weil doch eher viele halt eher kaufen wollen? Und jetzt die Baurechtsgründe werden die ganze Zeit mehr und mehr akzeptabel. Also früher haben wir den Eindruck gehabt, dass Pachtgrund ist so, also ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren habe ich mein erstes Objekt auf einem Pachtgrund verkauft und ich glaube, ich habe 90 Besichtigungen gemacht. Also es war mühsam, sehr, sehr schwierig. Da hat sich keiner wirklich getraut. Alle haben gesagt, ja, alles schön und so, aber das mit dem Pacht. Und mittlerweile haben wir wirklich eine Kundengruppe, die sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm. Also es wird wirklich akzeptiert, wir verkaufen regelmäßig Projekte auf Baurechtsgrund und die Käufer kennen das, die müssen natürlich aufgeklärt werden. Also wir erklären, wir haben dazu auch in YouTube Videos, Aufklärungsvideos und erzählen, was bedeutet das in Wirklichkeit und können die Ängste wegnehmen. Weil viele haben sich einfach nicht ausgekannt mit dem Thema und glauben, es ist was Schlimmeres, als es ist. Weil in Wirklichkeit, jetzt ein bisschen so ein Werbegespräch für Baurechtsgründer, in einer Lage wie Alte Donau, wo die Grundstückspreise, wir haben jetzt gerade zum Beispiel bewertet, 1500 Euro pro Quadratmeter sind. Und wenn man da ein Einfamilienhaus, 400 Quadratmeter hat mit dem Preis, die Alternative, sie nehmen für dieselbe Summe einen Kredit von der Bank, zahlen sie ja auch Zinsen, die nie zurückkommen.
Und wenn das die Baurechtszins niedriger ist als die Zinsen, was Sie zahlen müssen für diesen Betrag, rentiert sich eigentlich lieber, den Baurechtsvertrag zu nehmen. Es ist einfach in teuren Gebieten gar keine schlechte Lösung, weil man dieses Eigenkapital nicht benötigt dann. Der Eigentümer kann auch einen fairen Zins verlangen. Ja, das ist dann eben genau der Schlüsselpunkt. Man muss schauen, wie viel ist mein Baurechtszins pro Monat und die Kalkulation dazu machen. Stift Kloster Neuburg hat unterschiedliche Preiskategorien, die haben ihre Tabellenlisten. Wenn ein Bauträger von Stift Kloster Neuburg ein Grundstück kauft und dort Wohnungen baut, wird im Baurechtsvertrag schon geregelt, wie hoch der Baurechtszins für die zukünftigen Käufer der Wohnungen sein wird. Und es kann sich von 1,5 Euro pro Quadratmeter Nutzwert bewegen bis so über 2. Aber das ist dann nach Nutzwerten geregelt und nicht mehr für das ganze Grundstück, wenn ein Wohnungseigentum gegründet wird. Also das muss man im Detail immer berechnen und anschauen. Aber insgesamt ist Baurecht doch ein ganz kleiner Markt im Vergleich zum Eigentum. Momentan... Wenn man schaut, welche Objekte am Markt sind von Einfamilienhäusern, die auf Eigengrund sind so schnell weg oder gar nicht verfügbar, dass eigentlich ein Großteil fast Baurechtsgründe sind. Also Einfamilienhäuser wie in 22. Alter Donau-Umgebung gibt es nur Baurechtsgründe mehr. Das ganze Land einfach gehört innen. Also man muss sich einfach mit dem Thema sich auseinandersetzen und überlegen, ob das für mich doch eine tragbare Lösung wäre. Ja, die können das machen, die rechnen immer nur in Jahrhunderten. Ja. Genau. Aber mit dem möchte ich vielleicht schon uns verabschieden von den Zuschauern im Internet, in Facebook und auch in die Richtung einen schönen Abend noch wünschen und wir können weiterhin mit etwas Getränke mehr plaudern zu den Einzelheiten. Vielen Dank. Wiedersehen.